YouTube als eigenständiges Format. Ein starker Magnet für Werbung. Denn hier entstehen Spezialkanäle für Special Interest Gruppen, die es erlauben, ganz zielgerecht Kunden anzusprechen. Wir sehen Comedy-Formate, die sehr erfolgreich sind, die teilweise auch von anderen Medien aufgegriffen werden. Wir sehen sogenannte How-To-Videos, zum Beispiel von unseren Schminkgurus, die bestimmte Zielgruppen auch wiederum ansprechen. Und das Besondere ist tatsächlich, dass wir hier Inhalte haben, die im TV in der Form, in ihrer sehr speziellen Form gar nicht angeboten werden können. Und das bedeutet natürlich für Marken, dass man sich sehr schön mit Zielgruppen, sehr spezifischen Zielgruppen beschäftigen kann. Vorspannspots, sogenannte Pre-Rolls, zeigen sogar dann Wirkung, wenn sie weggeklickt werden. Das bedeutet also, dass auch wenn ein Video weggeklickt wird, die Marke in den paar Sekunden, in denen sozusagen das Video gespielt wurde, wahrgenommen und auch verarbeitet wird. Mit anderen Worten, selbst wenn das Video weggeklickt wird, hat der Werbetreibende noch einen Effekt. Doch muss der Spot eine Geschichte haben. Storytelling ist gefragt. Menschen teilen keine Anzeigen, Menschen teilen Inhalte. Und das sehen wir natürlich gerade bei den Spots, die produziert werden und die einen großen Anklang in der Community finden. Es gibt Werbebotschaften, Werbevideos, die weitergegeben werden, die von Millionen von Zuschauern, von Viewern auf YouTube angeschaut und angeklickt werden, einfach weil sie gut sind und weil sie lustig sind. Zum Beispiel das berühmte Beispiel von Volkswagen mit Darth Vader. Der Spot lief im TV, genauso wie auf YouTube, und ist einfach ein Beispiel für eine ganz, ganz tolle Werbebotschaft, die selber zum Content wird.